Hallo und herzlich willkommen zu Nachtvorlesung Nachgefragt. Liebe Zuschauer, heute beschäftigen wir uns mit einem Thema der Frauenheilkunde, der Beckenbodenschwäche. Dazu habe ich mir eine Expertin eingeladen, das ist die Frau Dr. Simone Klüber. Hallo, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Sie sind ja Oberärztin der gynäkologischen Abteilung des Asklepios Klinikums Hamburg-Harburg und können uns sicherlich erklären, was ist genau eine Beckenbodenschwäche? Also der Beckenboden setzt sich insgesamt zusammen aus mehreren Muskelgruppen plus dem dazugehörigen Bindegewebe und gibt dadurch eine Funktionseinheit. Wenn es zu einer Störung dieser Funktionseinheit kommt, was zum Beispiel durch Geburten entstehen kann oder dann auch durch zunehmendes Alter, Bindegewebsschwäche, kann es dann zu einer Störung der Funktion kommen. Und da ist es so, dass dieser Beckenboden letztendlich die inneren Organe hält, also Blase, Enddarm und auch Gebärmutter. Und wenn dort eine Schwäche entsteht, kann es unter anderem zu einer Absenkung kommen, eine sogenannte Beckenbodensenkung, oder aber auch Inkontinenzen können auftreten. Was für andere Probleme außer jetzt Inkontinenz spüren die Frauen? Also gibt es da irgendwelche Schmerzen vielleicht in dem Bereich? Es können auch Schmerzen auftreten, wenn zum Beispiel eine sehr starke Senkung auftritt, sodass es zu einer deutlichen Vorwölbung kommt. Dann kann es auch mal als schmerzhaft empfunden werden. Es können auch Beschwerden beim Geschlechtsverkehr auftreten, die auch unter anderem schmerzhaft empfunden werden. Auch das ist möglich. Oder aber auch jetzt zum Punkt Schmerzen, wenn zum Beispiel eine starke Senkung auftritt, die Patienten dadurch nicht mehr richtig gut Wasser lassen können oder auch Probleme haben mit der Stuhlentleerung, sodass es dann auch Schmerzen entstehen könnten. Und wie häufig kommt sowas vor? Insgesamt muss man sagen, ist Beckenbodenschwäche jetzt als Gesamt zusammengefasst schon eine relativ häufige Erkrankung. Man sagt, dass so circa 40% aller Frauen im Laufe ihres Lebens davon betroffen sind. Was ja doch eine relativ häufige Erkrankung letztendlich auch darstellt. Sie sprachen gerade von Inkontinenz. Wie sieht das, was kann ich mir darunter genau vorstellen? Also bei der Inkontinenz unterscheidet man prinzipiell zwei Formen der Inkontinenz. Das eine ist die Belastungsharninkontinenz. Da ist es so, dass der Verschlussmechanismus der Blase, und zwar die Harnröhre, abgeschwächt ist, sodass die Harnröhre nicht mehr ihre Funktion nachkommen kann, die Blase nach außen abzudichten. Diese Patienten verlieren Urin dann, wenn sie sich körperlich belasten, wie zum Beispiel beim Sport, beim Husten, beim Lachen, beim Niesen oder auch wenn sie etwas Schweres tragen. Und auf der anderen Seite gibt es dann die sogenannte Dranginkontinenz. Diese Patienten leiden unter einem zunehmenden Drang. Die Patienten schaffen es häufig nicht rechtzeitig auf Toilette zu kommen, sondern können auch auf dem Weg zur Toilette bereits Urin verlieren. Und diese Form der Inkontinenz, diese sogenannte Dranginkontinenz, ist eher eine Erkrankung der Blase. Also so, dass die Blase oder die Blasenmuskulatur besser gesagt unter zu starker Anspannung steht, sodass die Blase sich dann auch wirklich willkürlich zusammenzieht und diese Patienten dann in unmöglichen Situationen letztendlich komplett unkontrolliert auch Urin verlieren. Wie diagnostizieren Sie so eine Beckenbodenschwäche? Sie hatten jetzt schon gerade diese zwei Formen von der Harninkontinenz angesprochen. Insgesamt braucht man für diese Diagnostik schon relativ differenzierte Untersuchungsmethoden. Das fängt erstmal an mit einer ganz einfachen Anamnese. Also man erhebt die Krankengeschichte der Patienten, um genau zu schauen, in welchen Situationen verlieren die Patienten Urin, was sind die Leitsymptome letztendlich auch. Dann macht man eine Funktionsdiagnostik des Beckenbodens. Das ist mit einer relativ einfachen gynäkologischen Untersuchung, auch noch mit Ultraschall, zum Beispiel vom Damm ausgehend, dem sogenannten Perinealsonographie, kann man dann auch schon relativ viel erahnen. Für Patienten, die an einer Inkontinenz leiden, würde man dann auch noch eine sogenannte urodynamische Messung machen. Das ist eine Harnröhren- und Blasendruckmessung, wo mit einem kleinen Katheter die Funktion letztendlich gemessen wird. Und da kann man dann auch schon relativ gute Ansätze sehen. Handelt es sich eher um eine Funktionsstörung der Harnröhre oder ist es doch eine Funktionsstörung der Blase? Und zusätzlich kann man dann auch noch bei speziellen Fragestellungen zum Beispiel eine Blasenspiegelung machen, um dann natürlich auch noch zu schauen, gibt es da irgendwelche Besonderheiten in der Anatomie oder in der Physiologie der Blase, die auch für eine Drangerkrankung zum Beispiel sprechen. Jetzt haben wir also das ganze Diagnosespektrum gerade besprochen. Wie ist es denn mit der Behandlung? Wie therapiert man diese Beckenbodenschwäche? Am besten fängt man erstmal mit einer konservativen Therapie an. Da kann man zum Beispiel eine Physiotherapie machen, was häufig schon eine ganz gute Effektivität hat, gerade auch bei jungen Patienten. Unterstützend empfiehlt sich dann auch mit Geräten zu arbeiten. Also man kann quasi ein passives Training machen
über eine sogenannte Elektrostimulation, wo über elektrische Impulse der Beckenboden stimuliert wird. Und zusätzlich auch noch mit einem aktiven Training, dem sogenannten Biofeedback, wo die Patientin quasi über ein kleines Gerät eine Rückmeldung bekommt, spannt sie richtig an oder entspannt sie richtig. Und auch entspannt sie richtig. Weil da muss man schon sagen, der Beckenboden ist schon so ein bisschen eine komplexe, schwierige Muskelgruppe. Das lässt sich einfach etwas schwieriger trainieren als andere Muskelgruppen auch. Nachdem wir jetzt über die konservativen Therapien gesprochen haben, gibt es auch irgendwelche Hilfsmittel oder medikamentöse Möglichkeiten? Ja, gibt es sogar einiges. Für die Inkontinenz zum Beispiel ist es so, dass bei der Dranginkontinenz es da eine Reihe an Medikamenten gibt, die sogenannten Anticholinergika, die bei leichten Formen häufig auch schon eine relativ gute Wirksamkeit zeigen. Für die Belastungsharninkontinenz, auch da gibt es eine medikamentöse Therapie, muss man aber sagen, dass diese Medikamente aufgrund von Nebenwirkungen doch auch häufiger abgesetzt werden, sodass das da eher eine untergeordnete Rolle spielt, aber auch durchaus möglich ist. Insgesamt muss man sagen, gibt es auch relativ viele Hilfsmittel, sogenannte Pessare, die man für eine Senkung benutzen kann. Also wenn man da nicht operieren möchte, können Patienten auch eine Pessartherapie durchführen, die häufig auch eine relativ gute Wirksamkeit zeigt. Und auch für die Patienten, die unter einer Belastungsharninkontinenz leiden, auch da kann man spezielle Pessare arbeiten. Da gibt es die sogenannten Tampon-Pessare, die man dann auch beim Sport benutzen kann, wodurch es dann deutlich weniger zu einer Inkontinenz oder zum Urinverlust kommt. Oder diese sogenannten Urethra-Ring-Pessare, das ist so ein Ring, den man in die Scheide auch einführt, der die Harnröhre stützt und auch dadurch eine Stützfunktion zu deutlich geringerem Urinverlust führt. Und wenn das jetzt mit den konservativen Therapien nicht ausreicht, kann man da auch operieren? Natürlich, da gibt es diverse und auch relativ viele OP-Techniken. Prinzipiell empfiehlt es sich auch da, möglichst sogenannte minimalinvasive Techniken zu machen. Das heißt, dass man möglichst versucht, von der Scheide aus die Operationen durchzuführen oder aber auch per Bauchspiegelung. Und natürlich muss man da auch insgesamt bei den ganzen Operationen immer schauen, was ist eigentlich der Leidensdruck der Patientin, wie hoch ist der Schweregrad und natürlich auch, was möchte ganz individuell die Patientin. Können Sie das noch ein bisschen genauer ausführen, was es da so gibt? Da ist es so, dass man natürlich auch da wieder differenzieren muss. Für die Belastungsharninkontinenz gibt es mehrere Operationsverfahren. Zum Beispiel kann man, das ist eine der bekanntesten Operationsverfahren, eine Schlinge unter die Harnröhre locker unterlegen, sodass die Harnröhre ein besseres Widerlager bekommt und dadurch besser sich auch verschließen kann. Dann gibt es für die Dranginkontinenz gibt es die Möglichkeit, dass man Botox spritzen kann. Das kennen ja ganz viele Patienten auch so aus dem allgemeinen Gebrauch. Das hilft häufig auch bei deutlichen Drangerkrankungen. Oder aber man kann einen Blasenschrittmacher installieren. Auch das ist möglich. Bei der Senkung wiederum, da muss man ganz genau schauen, was für eine Senkung ist es. Da würde man versuchen, wenn möglich, von der Scheide aus zu operieren, die Senkung zu verbessern bzw. den Beckenboden zu rekonstruieren. Man kann aber zum Teil auch per Bauchspiegelung da auch schon einiges machen. Sie hatten ja schon vorhin diese Physiotherapie angesprochen als konservative Therapie und dass das auch in manchen Fällen gute Ergebnisse liefern kann. Stichwort Prävention. Gibt es da noch andere Möglichkeiten? Also prinzipiell empfiehlt es sich natürlich, sportlich zu sein. Junge sportliche Patienten oder auch ältere sportliche Patienten haben deutlich weniger Beschwerden. Zusätzlich ist natürlich auch eine Gewichtskontrolle sinnvoll, da auch übermäßiges Übergewicht auch eine Inkontinenz und auch eine Beckenbodenschwäche begünstigen kann. Man muss allerdings dazu sagen, Beckenbodenschwäche ist leider so, dass man präventiv nicht immer etwas tun kann, sondern dass einfach viele Frauen im Laufe ihres Lebens mit zunehmendem Alter an einer Beckenbodenschwäche dann leiden und es dann auch zu einer Inkontinenz und Senkung kommen kann, auch wenn das Patienten sind, die eigentlich ihr Leben lang sportlich aktiv waren und auch einiges für ihren Beckenboden schon präventiv getan haben. Falls jetzt doch so eine OP notwendig war, wie geht es dann weiter? Gibt es da wirklich gute Heilmöglichkeiten, auch wieder zu einer Normalität zurückzuführen? Also insgesamt ist es natürlich Ziel und Zweck einer jeden Therapie, die Funktionsorganisation letztendlich wiederherzustellen. Also wir möchten, dass die Patienten nach erfolgter Therapie, sei es jetzt konservativ oder aber auch operativ, ihr reguläres Leben wieder normal begehen können oder leben können.
Nach einer Operation muss man normalerweise sagen, die Patienten sollten sich so 3 bis 6 Wochen, besser 6 Wochen schonen. Das heißt, sie sollten in der Zeit möglichst keinen Sport machen, nichts Schweres anheben, bei vielen Operationen auch in der Zeit auf Geschlechtsverkehr verzichten. Danach können sie aber langsam ansteigen, soweit ihr Körper ihnen das erlaubt, auch wieder alles eigentlich machen. Und man muss schon sagen, die Erfolgsquoten sind relativ gut, aber natürlich ist das auch immer sehr davon abhängig, wie ausgeprägt die Situation ist. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Dr. Klüber. Danke. Liebe Zuschauer, wir hoffen, wir konnten Ihnen nun die wichtigsten Fragen zum Thema Beckenbodenschwäche zusammenstellen. Wie wir feststellen konnten, kann das eine sehr unangenehme Sache sein. Es gibt aber auch gute Heilmöglichkeiten. Stichwort Prävention kann man in manchen Fällen auch mit Beckenbodengymnastik oder Physiotherapie einiges machen. Jetzt sind wir am Ende der Sendung. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit, freuen uns, wenn Sie auch bald wieder sich reinklicken bei uns auf www.asklepios.com oder auf YouTube. Tschüss und auf Wiedersehen.